Oh, süß. Und? Hat er es geschafft? Was? Deinen G-Punkt zu finden. Ach, vergiss es. Habt ihr euch an meinen Rat gehalten? Ja. Im Prinzip schon. Das Zimmer war schalldicht. Ich war entspannt und konnte meinen Kopf abschalten. Aber ich hatte trotzdem keinen. Ah! Ja. Ja, genau das, ja. Ich würde sagen, du kettest ihn jetzt so lange an deinem Bett fest, bis er weiß, wo dein G-Punkt ist. Übrigens, also deine Handschellen haben uns auf eine ganz andere fesselnde Idee gebracht. Aha. Okay. Ihr dürft aber nicht lachen. Ist vielleicht nur eine dumme Idee. Also, Mink und ich dachten, dass es vielleicht ganz gut für uns ist, wenn wir vielleicht einen Dreier versuchen. Oh mein Gott, Luna! Ja. Wow, okay. Okay, cool. Wirklich, aber ich bin nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ich hab euch echt ganz furchtbar gern. Sie aber meint doch nicht mit dir. Natürlich doch nicht mit dir. Wieso denn nicht mit mir? Seh mich doch mal an. Das ist super, aber das ist doch viel zu... Unangenehm? Ja. Alter, das ist der Traum eines jeden Mannes. Ja, aber unser Sex ist doch gut. Dabei brauchen wir doch keinen Dritten. Hm? Warum nicht? Je mehr, desto besser, oder? Ja, richtig. Ich hätte einen guten Kandidaten. Wen? What's up? Let's go, man. Wieso nicht? Geht doch. Mann, ich lieb dich, Alter, aber deshalb muss ich noch lange nicht mit dir ins Bett gehen. Du kennst mich gar nicht im Bett. Richtig. Ich bin gut, Mann. Ich kann zärtlich sein. Nein, darauf falle ich nicht ist rein. Ist gut, Mann. Willst du dann online suchen? Ein lustiges Pärchen hat Bock auf eine lustige Nacht. Nein, online finde ich viel zu dumm. Ja, also ich finde die ganze Sache irgendwie dumm. Ich kann einfach nicht verstehen, warum das nie mit jemandem klappt.